300.000 Besucher sind gekommen zur Flugschau auf der US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein. Sie gilt als Ausdruck für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Virtuos fliegen 10 Maschinen im Formationsflug über das Gelände, bis 3 von ihnen kollidieren und abstürzen. Eine davon schlägt 50 Meter vor dem Zuschauerbereich auf, fängt Feuer und rutscht brennend in die Menge hinein. Auch SWF-Reporter Aris Donzelli ist vor Ort. Hier sein erster Live-Bericht. Im US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz ist bei einem Flugtag offensichtlich ein größeres Unglück passiert. Aris Donzelli, Sie waren auf dem Flugtag bzw. sind noch dort. Was genau ist passiert? Definitiv 3 Flugzeuge der italienischen Flugschautruppe Frecce Tricolori sind gegen 15.35 Uhr abgestürzt. Das Ganze bei einem Flugmanöver der letzten Vorstellung des Flugtags in Ramstein. Dabei kreuzten sich 10 italienische Düsenjets des Typs Ayamaki, zwei touchierten, explodierten in der Luft und rissen ein weiteres mit sich, alles in etwa 50 bis 80 Meter Höhe. Die Flugzeuge stürzten auf die Rollbahn, rasten in die Zuschauer, die 50 Meter von der Start- und Landebahn entfernt waren. Mindestens 4 Todesopfer hat der tragische Unfall gefordert. Die 3 Piloten und ein Zuschauer, der von einem Flugzeugteil laut Augenzeugenberichten getötet wurde. Das Flugfeld bietet im Moment ein Bild der Verwüstung, brennende Flugzeugteile vom Feuersturm, zerstörte Imbissbuden und alles lässt darauf schließen, dass es mindestens 30 weitere Verletzte, wenn nicht gar Tote, gegeben hat. Das ist im Moment mein aktueller Wissensstand. Damit zurück ins Studio. 70 Menschen starben beim Flugzeugunglück in Ramstein. Es führte auch in Deutschland zu einer Professionalisierung der Notfallseelsorge und der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Und die Katastrophe zog eine Debatte über die Zukunft solcher Flugschauen und über die politische Verantwortung nach sich. Mehr dazu im Audio: Wer trägt die Schuld am Flugzeugunglück in Ramstein?